Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich stelle mich auch noch mal kurz vor, Tom Hupp. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie, am Institut für Anthropomatik und Robotik und bin da in der Forschungsgruppe tätig, die sich speziell mit dem Thema Sicherheit in der Mensch-Roboter-Kollaboration beschäftigt. Ich werde heute den ersten Teil der Präsentation halten. Ich werde mal ein bisschen was Grundsätzliches erzählen zur Risikobeurteilung. Und der Herr Schlotzhauer vom Fraunhofer IPA wird dann im zweiten Teil noch etwas näher auf roboterspezifische Aspekte eingehen und insbesondere noch ein Risikobeurteilungstool vorstellen, was am Fraunhofer IPA entwickelt wurde. Vielleicht erst einmal ganz grundsätzlich, warum braucht es eigentlich eine Risikobeurteilung? Ich denke, den meisten, die da in der industriellen Praxis tätig sind, dürfte das bekannt sein, aber ich will es ja trotzdem mal kurz bringen. Eine Risikobeurteilung wird in der EU-Maschinenrichtlinie gefordert und ist somit notwendig, um eine CE-Kennzeichnung an der Maschine anbringen zu dürfen. Das ist vielleicht mal so, sagen wir mal, aus regulatorischer Sicht der primäre Grund, aber hat natürlich auch noch ganz viel weitere wichtige Aspekte. Zum einen natürlich ganz klar das Thema Arbeitssicherheit, dann das Thema Kosten. Eine Risikobeurteilung selbst ist ja durchaus auch ein Kostenfaktor, weil man es durchführen muss und die relativ zeitintensiv sein kann. Eine Risikobeurteilung, wenn sie gut gemacht ist, kann aber auch ein Faktor sein, um spätere Kosten zu vermeiden, ja, wie es ja zum Beispiel durch teure Nachrüstung von Sicherheitstechnik oder Produktrückrufe entstehen können. Thema Haftung ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt der Risikobeurteilung. Wenn eine Risikobeurteilung nicht oder unzureichend durchgeführt wird, kann das durchaus als grob fahrlässig gesehen werden. Und zu guter Letzt ist natürlich die Risikobeurteilung auch ein wichtiger Faktor für den Entwicklungsprozess an sich, weil in der Risikobeurteilung durch die Entscheidungen, die man da für die Sicherheitsmaßnahmen trifft, natürlich auch ganz wesentliche konstruktive Entscheidungen getroffen werden. So viel zur Einführung, mal ganz allgemein. Die Präsentation wird sich jetzt wie folgt gliedern. Ich werde ein bisschen was zur Normungslage erzählen und den allgemeinen Prozess der Risikobeurteilung vorstellen, wie der in der ISO 12100 festgelegt ist. Ich werde dabei schon auch ein bisschen auf roboterspezifische Aspekte eingehen und der Herr Stutzhauer vom IPA wird es dann nochmal vertiefen in Kapitel 3, wo es darum geht, wie man mit Kontakt, also potenziellen Kollisionen zwischen Mensch und Roboter umgeht. Und dann auch im Kapitel 4, wo das Risikobeurteilungstool Kara vom Fraunhofer IPA vorgestellt wird. Was beim Roboter ein relativ wichtiger Aspekt ist, wenn es um diese ganze Thematik CE-Kennzeichnung, Maschinenrichtlinie und so weiter geht, ist der Punkt, dass Roboter für sich genommen erstmal nur unvollständige Maschinen sind. Das liegt daran, dass der Roboter für sich genommen, wie man jetzt eben hier oben in dem Bild sieht, erstmal ohne Peripherie, ohne Werkzeug, ohne Anlage drumherum ja noch keine Aufgabe ausführen kann. Daher gibt es da keine CE-Kennzeichnung, sondern nur eine Einbauerklärung. Wenn man jetzt aber so einen Roboter kauft und ihn in eine Anlage integriert, dann wird es dadurch zu einer Maschine. Also das Thema CE-Konformitätsbewertung, Risikobeurteilung liegt dann entsprechend nicht beim Hersteller des Roboters, sondern bei demjenigen, der den Roboter kauft und in der Anlage integriert. Wenn man jetzt so eine Anlage integriert, dann gibt es eine Menge Normen, die zu beachten sind. Die Normen an sich sind ja erstmal nicht verpflichtend, sondern verpflichtend ist zunächst mal nur die Maschinenrichtlinie.
Allerdings sind die Normen mit der Maschinenrichtlinie harmonisiert. Harmonisiert bedeutet, dass wenn ich die harmonisierte Norm einhalte, dass ich dann auch davon ausgehen kann, das ist die sogenannte Vermutungswirkung, dass die Bestimmungen der Maschinenrichtlinie erfüllt werden. Also die Normen sind da tatsächlich auch weniger, ich sag mal, eine störende Vorschrift, sondern eher ein hilfreiches Werkzeug, um halt die Maschinenrichtlinien zu erfüllen. Ich werde jetzt nicht alle Normen beschreiben, die hier stehen. Ich möchte nur auf Folgendes eingehen. Es gibt grundsätzlich mal drei Arten von Normen, Typ A, B und C Normen. Die Typ A-Normen sind Grundnormen, also Normen, die zum Beispiel grundsätzliche Anforderungen oder Prozesse beschreiben, wie zum Beispiel die ISO 12100 für Risikobeurteilung und Risikoreduktion von Maschinen. Da geht es noch nicht um einen spezifischen Maschinentyp, sondern das ist tatsächlich relativ allgemein gehalten. Die Typ B-Normen sind da schon etwas spezifischer. Die behandeln in der Regel einen bestimmten Aspekt der Anlage, ja, also zum Beispiel die ISO 13849 für Steuerung. Noch spezifischer wird es dann mit den Typ C-Normen. Die sind wirklich auf einen bestimmten Typ oder eine Gruppe von Maschinen bezogen, wie zum Beispiel die ISO 10218 für Industrieroboter. ISO 10218 ist jetzt hier im Kontext von der industriellen Robotik eigentlich so die zentrale Norm. Die ist selber nochmal unterteilt in zwei Teile. Teil 1 beschäftigt sich mit dem Roboter an sich. Teil 2 dann mit dem Thema Roboter-System und Integration. Und als, jetzt sagen wir mal, aus Perspektive von einem Anwender, der einen Roboter kauft und in eine Anlage einbaut, ist dementsprechend Teil 2 eigentlich so der relevanteste Teil. Und da wird auch nochmal spezifisch dann auf die Themen Kollaboration und Risikobeurteilung eingegangen. Eine ganz wichtige Ergänzung zur ISO 10218, gerade wenn man über Mensch-Roboter-Kollaboration redet, ist die ISO TS 15066. Das ist eigentlich keine Norm in dem Sinne, sondern eine technische Spezifikation, daher das TS. Und die ist im Prinzip dafür gedacht, nochmal zur ISO 10218 ergänzende Informationen zu geben, was den kollaborativen Betrieb, also die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter angeht. Daher ist das eigentlich so einmal einer der wichtigsten Punkte, wenn man sich mit kollaborativer Robotik beschäftigt in der Industrie, die ISO TS 15066. Hier geht nochmal ganz spezifisch darauf ein, was für Arten von, also was für Betriebsmodi gibt es, was gibt es für Möglichkeiten, so eine Anlage abzusichern. Und bei Kontaktsituationen zwischen Mensch und Roboter, also Situationen, wo ich vielleicht eine Kollision nicht unbedingt ausschließen kann, macht die ISO TS 15066 auch klare Spezifikationen über Grenzwerte, was Kollisionskraft und Druck angeht. Aber da wird man in Kapitel 3 Kontakt zwischen Mensch und Roboter nochmal näher drauf eingehen. So viel zur Normungslage. Ich werde jetzt noch grundsätzlich mal diesen Prozess der Risikobeurteilung vorstellen, wie er in der ISO 12100 vorgesehen ist. Werde dabei einige roboterspezifische Aspekte schon mal anreißen und dann im darauffolgenden Kapitel an den Kollegen Herrn Scholzhauer vom IPA übergeben. Risikobeurteilung. Bevor ich jetzt in den Prozess einsteige, will ich noch kurz sagen, was macht es denn bei Mensch-Roboter-Kollaboration so herausfordernd? Risikobeurteilung gibt es ja eigentlich schon ziemlich lang, die Thematik für im Maschinen- und Anlagenbau. Der Punkt bei kollaborativer Robotik ist jetzt insbesondere, dass solche Anlagen, also Mensch-Roboter-kollaborative Anlagen, oft deutlich komplexer sind. Insbesondere sind die Maßnahmen zur Absicherung komplexer. Es ist nicht mehr nur mit dem klassischen Schutzzaun getan. Man hat grundsätzlich erstmal mehr Gefährdungspotenzial, weil der Mensch dem Roboter mehr ausgesetzt ist. Und man hat auch so eine inhärente Unsicherheit durch den Mensch selber.
Ja, der Mensch ist ja am Prozess beteiligt und spielt eine ganz wichtige Rolle. Und dann sind natürlich Fragen wichtig, wie gibt es irgendwelche Fehler, Fehlverhalten im Prozess, durch das eine Gefährdung entstehen kann? Wo kann der Mensch überhaupt hinkommen? Welche Bereiche sind zugänglich? Wo gibt es eine Kollision? Welche Körperregion ist betroffen? Und so weiter. Also um das Thema Mensch, menschliches Verhalten, das ist eigentlich so einer der wesentlichen Faktoren, was die Risikobeurteilung bei MRK schwierig macht. Und bei all diesen neuen Herausforderungen kommt dann auch noch dazu, dass die Unternehmen typischerweise weniger Erfahrung haben in der MRK, wenn man es mit klassischen Roboteranlagen vergleicht. Das MRK-Thema ist auch nicht allzu alt. Die ISO TS 15066 ist zum Beispiel in 2016 rausgekommen, soviel ich weiß. Also ist noch eine relativ neue Thematik und bei all diesen Herausforderungen fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung. Darauf zielt auch ein Stück weit dieses CARA-Tool ab, was später vorgestellt wird. Das hat eben zum Ziel, die Unternehmen da ein Stück weit zu unterstützen, um die fehlende Erfahrung ein bisschen auszugleichen. So viel zur Herausforderung. Ich stelle jetzt kurz noch den Prozess vor, wie er in der ISO 12100 vorgesehen ist. Der Prozess ist eigentlich ein iterativer Prozess, der mehrere Prozessschritte enthält und in der Regel mehrfach durchgeführt wird, weil sich ja über so einen Entwicklungsprozess die Anlage auch immer wieder verändert. Grundsätzlich ist mal wichtig, dass man eine Risikobeurteilung möglichst früh startet, weil die Risikobeurteilung und insbesondere die Maßnahmen zur Risikominderung ja auch konstruktive Entscheidungen betreffen. Und man startet dann typischerweise mit der Definition der Maschinengrenzen. Maschinengrenzen bedeutet jetzt hier nicht nur die räumlichen Grenzen, also wo beginnt die Maschine räumlich, wo hört sie auf, sondern insbesondere auch, wofür ist die Maschine vorgesehen in der Verwendung, was könnten denn typische Fehlverwendungen sein, die auftreten, gibt es irgendwelche Umgebungsbedingungen, die eingehalten werden müssen, gibt es sonstige Anforderungen, zum Beispiel an die Qualifikation des Personals und so weiter. All dies ist wichtig für die Risikobeurteilung, wenn man aus diesen Rahmenbedingungen oder den Grenzen, die man aufstellt, dann in der darauffolgenden Phase der Gefährdungsidentifikation im Prinzip ziemlich direkt oft eine Gefährdung ableiten kann. Ja, ein Beispiel, wenn ich jetzt hier so einen Roboter habe, der teilweise von einem Schutzzaun abgegrenzt ist, ist natürlich wichtig, sich zu überlegen, was ist die Aufgabe des Werkers, was sind die Bereiche, in die der Werker gelangen kann. Und daraus kann ich dann in der darauffolgenden Phase die Gefährdungsidentifikation relativ klar schon ableiten, was denn mögliche Gefahren in der Anlage sein könnten. So, ich habe es jetzt gerade schon angerissen. Die Gefährdungsidentifikation erfolgt nach der Definition der Maschinengrenzen. Gefährdungsidentifikation bedeutet zunächst mal einfach die Identifikation nur, also was kann grundsätzlich passieren, das beinhaltet noch keine Bewertung hinsichtlich Wahrscheinlichkeit oder Schwere, das kommt erst im nächsten Schritt, sondern da geht es wirklich erstmal darum zu sammeln, was könnte denn grundsätzlich Gefährdungsquellen oder Gefährdungssituationen sein. So eine Gefährdungsidentifikation kann man top-down oder bottom-up durchführen. Also man kann entweder sich anschauen, was sind denn die Schadensereignisse, die eintreten könnten, und dann sich an der Maschine anschauen, welches Schadensereignis ist jetzt in welchem Lebenszyklus und in welcher Situation relevant. Oder man kann bottom-up vorgehen und sich überlegen, was sind denn grundsätzlich die Gefährdungsquellen, die die Maschine prinzipiell enthält, und dann eben diesen Baum, der hier gezeigt ist, hochgehen und zu überlegen, in welcher Situation kann dann diese Gefährdung halt zu einem Schaden führen. Grundsätzlich gehen beide Möglichkeiten. Wichtig ist einfach nur, dass man die Gefährdungsidentifikation möglichst strukturiert durchführt, um halt
zu schauen, dass man möglichst alle Gefährdungen identifiziert. Es ist in der Tat eine Herausforderung, wie man das hinkriegt, dass man wirklich irgendwo ein Stück weit garantieren kann, alle Gefährdungen gefunden zu haben. Das ist meines Wissens noch nicht möglich. Also es gibt noch keinen Ansatz, der wirklich so eine Garantie abgeben kann. Aber es gibt einige Forschungsthemen in die Richtung, wo eben an der Gefährdungsidentifikation geforscht wird. Die Ansätze können keine Garantie geben, aber vielleicht ein Stück weit zu einer besseren Abdeckung beitragen. Also da habe ich mal so ein paar Beispiele rausgesucht, auch mit den Referenzen. Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass man das taskbasiert macht, also dass man die Arbeitsaufgabe in mehrere kleinere Subtasks unterbricht und dann für jeden Task sozusagen eine kleine Gefährdungsidentifikation macht. Eine andere Möglichkeit, die erforscht wird, ist das Thema HACCP-UML. HACCP kennt vielleicht der ein oder andere, kommt eigentlich aus der Prozessindustrie, wird dort zur Gefährdungsidentifikation benutzt, ist so ein Verfahren, was auf Leitworten aufbaut. Und das kann man eben mit einem UML-Modell von so einer Anlage und von einem Arbeitsablauf kombinieren und dann eben die HACCP-Methode auf das UML-Modell anwenden für eine strukturierte Gefährdungsidentifikation. Weiterer Ansatz sind formale Methoden, also Methoden, wo man wirklich durch mathematische, formale Ausdrücke eine Anlage und einen Arbeitsablauf beschreibt und dann gewisse Garantien auch ableiten kann. Das hat allerdings den Nachteil, dass da relativ stark vereinfacht werden muss, um so eine hinreichende Formalisierung hinzubekommen. Und der letzte Ansatz hier auf der Folie ist jetzt das Computer-Aided Risk Assessment. Da will ich aber noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil es wird dann später noch vorgestellt. So, nach der Identifikation der Gefährdung kommt jetzt die Risikoeinschätzung. Die Risikoeinschätzung soll dazu dienen, festzustellen, welche dieser Gefährdungen denn mit einem kritischen Risiko behaftet sind und bei welchen das Risiko vielleicht schon akzeptabel ist. Ein Risiko besteht grundsätzlich erstmal aus zwei Komponenten. Das eine ist das Schadensausmaß, das andere ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und da gibt es dann verschiedene Methoden, wie man das klassifiziert. Ein Beispiel können zum Beispiel diese Matrix sein, die man hier rechts oben sieht, wo man im Prinzip Wahrscheinlichkeit und Verletzungsschwere oder Auswirkungen auf einer Matrix hat und dann hier verschiedene Überschneidungen hat, die dann Risikolevel angeben. Eine andere Möglichkeit ist der Risikograph, den man rechts unten sieht. Da spielen dann nicht nur Schwere und Auftrittswahrscheinlichkeit rein, sondern auch Exposition, also wie oft komme ich überhaupt in eine Situation, dass die Gefahr relevant wird und auch die Möglichkeit zur Vermeidung. Also wenn die Gefahr auftritt, habe ich dann auch eine Möglichkeit, dem Ganzen irgendwie aus dem Weg zu gehen oder das abzufangen. Und das ist im Prinzip so ein Entscheidungsbaum, wo man in jedem Knoten eine Entscheidung trifft, wie schätze ich die Schwere ein, wie schätze ich die Exposition ein und so weiter und dann Baum entsprechend entlang geht und am Schluss bei einem Risikolevel rauskommt. Was bei den Verfahren wichtig ist zu beachten, diese Verfahren sind, also sehen zunächst mal, wenn man sie so sieht, relativ exakt und mathematisch aus, sind allerdings doch immer subjektiv, weil letztendlich auf unterster Ebene diese Entscheidung ist doch immer irgendwo eine subjektive Entscheidung, insbesondere wenn es um das Thema Wahrscheinlichkeit geht. Ja, also ich habe vorhin schon angesprochen, mit menschlichem Verhalten, menschliches Fehlverhalten, gerade wenn das eine Rolle spielt, ist natürlich sehr schwer, irgendwie mathematisch oder formal eine Wahrscheinlichkeit anzugeben, sondern da ist dann einfach auch viel eigene Einschätzung und Erfahrung dabei. So, wenn man die Risiken eingeschätzt hat, ist letztendlich die Entscheidung zu treffen, sind jetzt unter den Risiken alle hinreichend gemindert oder gibt es noch welche, die nicht akzeptabel sind? Falls das der Fall sein sollte, dann muss eben nochmal eine Iterationsschleife gemacht werden, dann muss man Risikominderungsmaßnahmen vorsehen und entsprechend den Prozess nochmal ab diesem Punkt Definition der Maschinengrenzen wiederholen.
Denn es könnte ja sein, dass eine Risikominderungsmaßnahme entsprechend eine andere Maschineneigenschaft beeinflusst irgendwie und sich dadurch die Grenzen ändern, vielleicht an anderer Stelle nochmal eine neue Gefährdung auftritt. Und daher ist es einfach ein iterativer Prozess, den man durchgehen sollte. Wenn man Risikominderungsmaßnahmen implementiert, gibt es so eine feste Rangfolge, die zu beachten ist. Also es gibt manche Sicherheitsmaßnahmen, die sind höher priorisiert als andere und sollten bevorzugt werden. Ganz oben in der Prioritätsliste steht das Thema inhärent sichere Konstruktion. Also kann ich irgendwie durch konstruktive Maßnahmen die Anlage so gestalten, dass die Gefährdung erst gar nicht auftritt. Wenn das möglich ist, dann ist das grundsätzlich erstmal vorzuziehen, weil das die einzige Möglichkeit ist, die Gefährdung wirklich vollständig ausschließt. Sollte das nicht möglich sein, dann kann man technische Maßnahmen ergreifen, um im Prinzip die Gefährdung, die man konstruktiv nicht ausschließen kann, zu vermindern. Typische Beispiele sind Trenndeschutzeinrichtungen, also Zäune, Türen mit Zuhaltung und so weiter, oder berührungslose Schutzeinrichtungen wie Lichtvorhänge, Laserscanner etc. Und selbst wenn man diese Maßnahmen trifft, kann es dann entsprechend noch sein, dass ein Restrisiko verbleibt. Das ist in der Regel der Fall. Und darauf muss dann im dritten Schritt mit der Benutzerinformation hingewiesen werden. Allerdings kann die Benutzer oder sollte die Benutzerinformation immer nur das letzte Mittel sein. Also ich kann nicht sagen, ich verzichte auf eine mögliche technische Maßnahme und mache dazu einfach eine Benutzerinformation, wo ich auf die Gefahr hinweise, sondern da ist schon eben der entsprechende Vorrang in den Maßnahmen zu beachten. Wenn ich Sicherheitsfunktionen implementiere, die irgendwie steuerungstechnische Aspekte haben, dann muss ich zusätzlich noch beachten, dass die bestimmte Leistungsanforderungen hinsichtlich funktionaler Sicherheit erfüllen müssen. Dazu gibt es in der ISO 13849 einen Graphen, der sieht ähnlich aus wie dieser Risikograph, den ich vorhin gezeigt habe, wo man entsprechenden Graphen folgt und dann bei einem erforderlichen Performance-Level rauskommt. Allerdings ist in dem Fall jetzt auch noch die ISO 10218 bei Robotern zu beachten. Die fordert für bestimmte Roboterfunktionen auch ganz pauschal das Performance Level D. Also je nachdem kann es dann durchaus sein, dass diese Norm als C-Norm den Vorrang hat und die meisten Roboter, die irgendwie kollaborative Funktionen haben, bringen auch schon in den Sicherheitsfunktionen eben das Performance Level D mit, weil das ist, was eben durch die 10218 gefordert wird. Noch ein weiterer Aspekt, wenn man solche steuerungstechnischen Maßnahmen implementiert, hier mal am Beispiel vom Laserscanner, gilt aber allgemein für berührungslose Schutzmaßnahmen, ist dann natürlich das Thema, das man beachten muss. Der Roboter hat ja eine gewisse Dynamik und einen Bremsweg, der auch lastabhängig ist und konfigurations- und geschwindigkeitsabhängig. Und auch die Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Laserscanner, haben eine gewisse Ansprechzeit. Und ich muss eben sicherstellen, dass dann der Roboter sicher zum Stillstand gebracht wird, bis der Mensch ihn tatsächlich erreicht, und muss dazu eben diese ganzen Thematiken berücksichtigen, wie die Annäherungsgeschwindigkeit des Menschen, die Ansprechzeit, die Anhaltezeit und so weiter. Und muss natürlich auch berücksichtigen, inwieweit der Mensch so ein Schutzfeld umgehen oder darüber greifen kann. Ja, in dem Laserscanner-Beispiel ist natürlich die Thematik, Laserscanner scannt in der Regel nur auf Beinhöhe. Das heißt, was die Arme machen, weiß ich in dem Fall eigentlich gar nicht. Dann braucht es auch nochmal gewisse Sicherheitszuschläge. Und sowas ist dann zum Beispiel in der Norm ISO 13855 für berührungslose Schutzeinrichtungen festgeschrieben. So, das waren jetzt mal so ein paar allgemeine Aspekte und ein grundsätzlicher Einblick in den Prozess der Risikobeurteilung. Jetzt wird es nochmal etwas spezifischer um Mensch-Roboter-Kollaboration auch mit Kontaktsituationen gehen, also wenn Mensch-Roboter wirklich sehr eng beieinander arbeiten. Und das wird dann der Herr Stutzhauer vom IPA übernehmen.
Ich bedanke mich soweit für Ihre Aufmerksamkeit und würde es jetzt an ihn übergeben. Ja, hallo. Das Mikro war noch stumm geschaltet. Ich hoffe, jetzt hören Sie mich. Genau. Danke für die Übergabe. Mein Name ist Andreas Schlotzhauer. Ich arbeite am Fraunhofer IPA und möchte Ihnen jetzt die Punkte Kontakt zwischen Mensch und Roboter und dem vorstellen und das sogenannte CARA-Tool, das Computer-Aided Risk Assessment. Genau. Starten wir mit dem Kontakt zwischen Mensch und Roboter. Wie und wann muss ich jetzt so einen Kontakt zwischen Mensch und Roboter in meiner Risikobeurteilung behandeln? Als nächstes mal die Frage, wann muss ich ihn behandeln? Immer dann, wenn er möglich ist. Und das heißt nicht nur dann, wenn er zwingend notwendig ist, das heißt zum Beispiel bei der Handführung, wenn der Bediener den Roboter aktiv steuert, sondern auch dann, wenn er ungewollt möglich ist. Das heißt, wenn der Bediener vom Roboter sozusagen angerempelt werden kann oder wenn der Kontakt halt immer dann stattfindet, obwohl der Nutzer das gar nicht vorgesehen hat. Und genau diese Situationen sind dann eben in der Risikobeurteilung, in die Risikobeurteilung aufzunehmen als Gefährdung und müssen weiter untersucht werden. Ja, wie kann ich nun solche Kontaktsituationen beschreiben, wenn ich sie denn identifiziert habe? Es ist nötig, die genau zu beschreiben, diese Kontaktsituation, weil ich zum einen natürlich sie wiedererkennen will, wenn ich sie dann klassifizieren will, wenn ich das Risiko einschätzen will, muss ich genau wissen, von was schätze ich überhaupt das Risiko ein. Und zum anderen muss ich sie genau beschreiben, damit ich sie gegen andere Kontaktsituationen abgrenzen kann. Und genau, jetzt ist es so, Informationen, mit denen ich die beschreiben kann, wären zum Beispiel die Art und Ort des Kontaktes oder die beteiligten Oberflächen von Mensch oder Roboter. Und natürlich sollte ich auch sonstige Objekte berücksichtigen. Das heißt, wenn zum Beispiel an dem Kontakt ein Werkstück beteiligt ist, dann muss ich auch das mit als Information zur Beschreibung mit aufnehmen. Eine andere gute Möglichkeit ist auch die Bewegung des Roboters. Das heißt, in welcher Lebensphase der Anlage befinde ich mich gerade? Was tut der Roboter und wie bewegt er sich? Ja, schwierig wird es, weil wenn ich jetzt zum Beispiel diese Information nehme, beteiligte Oberfläche des Roboters, könnte ich natürlich jetzt unendlich viele Kontaktsituationen mir überlegen und definieren. Das funktioniert natürlich auch nicht, deswegen muss ich eine Balance finden zwischen auf der einen Seite einer detaillierten Beschreibung und auch einer Abgrenzung der Kontaktsituation. Auf der anderen Seite muss ich aber auch versuchen, repräsentative Kontaktsituationen zu formulieren, die sozusagen den Worst Case abbilden. Zum Beispiel die Gelenke von dem Roboter sind markante Punkte, die als Kollisionsoberfläche oder zur Beschreibung von so einer Kontaktsituation dienen könnten. Es würde aber nicht funktionieren, einfach nur eine Kontaktsituation für den ganzen Roboter zu beschreiben. Insbesondere der Greifer muss auf jeden Fall auch noch extra berücksichtigt werden und unter Umständen auch jede einzelne Greiferbacke, wenn die denn unterschiedlich sind. Zur Art des Kontaktes ist noch wichtig, dass man zwischen zwei Arten des Kontakts unterscheidet. Einmal den transienten Kontaktfall oder den freien Stoß. Das heißt, das ist immer dann der Fall, wenn der Benutzer, nachdem er getroffen ist, vom Kontakt zurückweichen kann, ausweichen kann und eben nicht geklemmt wird. Das heißt, der Kontakt endet, nachdem der Benutzer ja, ausweichen konnte. Und im Gegensatz dazu beim quasi statischen Kontaktfall, bei der Klemmung, wird der Benutzer, die Benutzerin zwischen Roboter und einem feststehenden Objekt eingeklemmt oder aber auch zwischen zwei Roboterteilen, zwischen zum Beispiel zwei Gelenken vom Roboter. Oder üblicherweise könnten die Hände gequetscht werden zwischen Endeffektor und Arbeitsoberfläche. Genau, wenn ich dann diese Kontaktsituation identifiziert habe, eindeutig beschrieben habe, dann möchte ich das Risiko einschätzen, das von diesen Kontaktsituationen ausgeht für den Menschen. Und damit ich dafür ein objektives Maß habe, gibt es Grenzwerte, die in der ISO-TS 15066 eingeführt werden. Das haben wir eben schon gehört. Und diese Grenzwerte sind abhängig von der Körperregion. Das heißt, für jede Region am Körper gibt es unterschiedliche Grenzwerte, die immer den Schmerzeintritt indizieren. Das ist aufgeteilt in Druck- und Kraftgrenzwerte.
Und es gibt eine getrennte Grenzwerte für den Transienten und den quasi statischen Belastungsanteil. Diese Grenzwerte wurden wirklich experimentell bestimmt an menschlichen Probanden. Und deswegen sind sie eben ein gutes Maß, um das Risiko einzuschätzen, wie hoch ist das Schadensausmaß bei so einer Kontaktsituation. Ich möchte aber betonen, dass der Grenzwert ein Indikator für den Schmerzeintritt ist und nicht für die Verletzung. Das heißt, es ist ja also, wenn man die Grenzwerte einhält, von einem sehr geringen Schaden auszugehen. Gleichzeitig müssen aber auch die Messergebnisse in die Risikobeurteilung eingebettet werden. Das heißt, es muss berücksichtigt werden, wie oft findet dieser Kontakt statt und kann dieser Kontakt vermieden werden, zum Beispiel durch den Nutzer. Ja, wenn ich dann diese Kontaktsituation definiert habe, möchte ich wissen, wie hoch ist denn nun diese Kraft und der Druck, der wirkt? Wie kann ich das bestimmen, um dann letztendlich zu überprüfen, ob die Grenzwerte eingehalten werden? Dazu gibt es ein Messverfahren, das ist ebenfalls in der ISO TS 15066 beschrieben, allerdings dort nur angerissen. Genauere Informationen gibt es noch in der DGUV-Information 080. Ja, wie läuft das Ganze nun ab? Wenn der Roboter den Menschen beispielsweise einklemmen könnte, zum Beispiel zwischen Greifer und Werkoberfläche, dann möchte ich natürlich nicht meine Hand in diese Gefahrensituation halten, um herauszufinden, ob das wehtut oder nicht. Und stattdessen kann ich in die Gefahrenzone dieses Messgerät geben. Und dieses Messgerät, das beschrieben ist, hat zwei Funktionen. Zum einen nimmt es während der Kollision den Kraft und den Druck auf und gleichzeitig modelliert es das betroffene Körperteil. Das heißt, wenn die Hand getroffen wäre, hat das Messgerät die Nachgiebigkeit der Hand, modelliert die Hand und der Roboter trifft anstelle auf die Hand dann auf das Messgerät und die Kräfte und Drücke werden aufgezeichnet. Ja, die Druckmessung funktioniert mit so einer Druckmessfolie, die oberhalb vom Messgerät aufgelegt wird und der Kraftmesssensor befindet sich oft im Messgerät verbaut. Und ich habe gesagt, das Körperteil wird modelliert. Wie geschieht das? Das passiert durch zwei Dämpfungselemente. Das Dämpfungselement 1 liegt oben auf dem Messgerät auf und simuliert die äußeren Hautschichten. Und das Dämpfungselement 2, das ist eine Stahlfeder, das ist im Messgerät verbaut. Hier drinnen, also dieser Messteller ist in einer Linearführung aufgebaut und kann sich eben in diese Richtung bewegen. Und durch die beiden Dämpfungselemente entspricht eben die Nachgiebigkeit dem Körperteil. Es ist deswegen wichtig, das Kraftmessgerät fest zu arretieren, weil sonst natürlich diese Nachgiebigkeitsmodellierung keinen Sinn mehr ergibt, wenn ich das Messgerät auf ein wackeliges Stativ stelle. Beim Messablauf ist noch zu berücksichtigen, dass kleinste Unebenheiten in der Druckmessung zu solchen Spitzen führen können. Die kann ich ausgleichen, indem ich ein Mikrofasertuch noch über die Druckmessfolie auflege, weil die eben nicht zum Schmerz führen würden und einfach nur die Messung verfälschen. Zum Messablauf selbst. Ich muss das Programm und die Einstellungen so vermessen, wie sie im Produktionsmodus geplant sind, weil über diese Situation möchte ich eine Aussage treffen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich den Roboter dann anders konfiguriere. Ich muss alle Einstellungen, insbesondere Sicherheitseinstellungen und aber auch die zugehörigen Werkstücke so vermessen, wie sie dann im Produktionsmodus verwendet werden. Und ich sollte die Messung wiederholen. Und dann kann ich durch die Abweichung der Wiederholmessung herausfinden, ob das Experiment Sinn macht. Indem ich diese Abmessung mit der Messunsicherheit vom Messgerät vergleiche, erfahre ich dann, ob vielleicht noch irgendwo ein Unsicherheitsfaktor ist, den ich nicht bedacht habe. Ja, wie ist das Ergebnis dieser Messung? Wie sieht sowas aus? Also bei der Kraft bekomme ich einen zeitlichen Verlauf. Für die Druckmessung kann ich auch einen zeitlichen Verlauf bekommen. Aber bei dieser Fuji-Messung, die ich in der letzten Folie gezeigt habe, bekommt man nur einen Maximalpeak. Aber ich möchte das Ganze mal exemplarisch an dem Kraftverlauf zeigen. Also bei dem Transientenstoß wird sich ein Peak ergeben, eine Maximalkraft, und die Kraft schwächt dann ab, flacht ab auf Null, weil ja der Mensch sich befreien kann. Hingegen bei der quasi statischen Kontaktfall, bei der Klemmung, ergibt sich auch zunächst ein Peak, aber dann durch diesen Federdämpferaufbau wird sich eine gewisse Klemmkraft einstellen. Der Benutzer kann sich nicht befreien und es verbleibt eben eine Kraft. Genau. Und wie kommen nun die Grenzwerte ins Spiel? Also beim Transientenkontaktfall ist das ganz einfach. Ich nehme die maximale Kraft, die erreicht wurde, und vergleiche die mit dem Grenzwert für den Transientenbelastungsanteil und kann dann entsprechend bewerten, ob der Grenzwert eingehalten wurde oder nicht.
Beim quasi statischen Kontaktfall muss ich zusätzlich zu diesem Maximalkraftgrenzwert auch noch den Grenzwert für den statischen Belastungsanteil überprüfen. Das heißt, hier gibt es zwei Grenzwerte, die beide eingehalten werden müssen. Einmal für diesen eingeschwungenen Zustand und einmal für den Maximalwert. Ja, und was kann ich nun tun, wenn die Grenzwerte überschritten wurden und ich nicht damit einverstanden bin, dass ein Restrisiko verbleibt, wenn ich auch durch die Einbettung der Messergebnisse in meine Risikoeinschätzung zu dem Urteil komme, ich muss das Risiko weiter mindern. Ja, zunächst kann ich mir die Einflussparameter ansehen, die Einfluss auf das Kontaktrisiko haben, um dann konkrete Maßnahmen abzuleiten. Und diese Einflussparameter wären zum einen der Ort des Kontaktes. Also das ist natürlich, das ist recht intuitiv, weil wenn ich am Kopf getroffen werde, ist es schmerzhafter, als wenn zum Beispiel meine Brust oder der Rücken getroffen wird. Aber auch die Parameter des Roboters haben großen Einfluss und genauso wie das Werkzeug und das Werkstück. Aber auch die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsablaufes. Ja, und jetzt möchte ich noch ein paar ganz konkrete Maßnahmen mit an die Hand geben, wie so eine Kontaktsituation zwischen Mensch und Roboter, so eine Kollisionsfall abgesichert werden kann. Das Einfachste ist zunächst, um den Kontakt zu vermeiden. Das muss auch nicht immer gleich ein Schutzzaun sein. Man könnte auch Achsbegrenzungen einführen. Die dienen unter anderem, könnten auch dazu dienen, ausreichend Sicherheitsabstände einzuhalten, sodass wenigstens Quetschungen vermieden werden und ich nur noch im Bereich des transienten Kontakts bin. Auf jeden Fall vermeiden sollte ich auch Kopfkontakte. Das ist zum Beispiel auch durch Plexiglasscheiben möglich, die ich vielleicht auf Kopfhöhe anbringe, sodass der Roboter eben diesen Bereich nicht erreichen kann. Immer dann, wenn der Druck ein Problem ist, dann hilft oft einfach eine ziemlich simple Maßnahme, die Polsterung des Roboters oder des Greifers. Einfach mit Schaumstoff oder einem festen oder weichen Gummi, je nachdem, kann ich den Druck erheblich reduzieren und kann vielleicht auch Spitzen und Kanten abdecken, die natürlich auch zu hohen Drücken führen. Konkret könnte man zum Beispiel auf Positionierpins in der Werkstückhalterung verzichten und stattdessen Anschläge verwenden. Oder man kann je nach Prozess prüfen, ob vielleicht runde oder sogar flexible Greiferfinger eingesetzt werden können. Das würde natürlich auch eine erhebliche Reduzierung des Kontaktdrucks mit sich bringen. Wenn die Kraft das Problem ist, hilft oft leider nur die Reduktion der Geschwindigkeit. Aber es ist eben nicht nur die Reduktion der Geschwindigkeit des Roboters, auch wenn das eine sehr effektive Maßnahme ist. Ich kann dann auch an anderen Schrauben drehen, zum Beispiel auch an der Ankündigung der Roboterbewegung. Denn die Höhe der Kraft und des Drucks ist ja nicht das Einzige, was das Risiko beeinflusst. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesem Kontakt entgehen kann, spielt eine Rolle. Und wenn ich die Roboterbewegungen ankündige, zum Beispiel mit einem roten blinkenden Licht oder vielleicht sogar mit einem Pfeil, in welche Richtung der Roboter sich jetzt als nächstes bewegen wird, dann kann ich das Risiko reduzieren, auch den Stress für den Benutzer reduzieren und so die Ergonomie der Anlage verbessern. Ja, so viel zu konkreten Maßnahmen bei der Risikominderung. Das war quasi sozusagen der Stand der Dinge. So gehe ich heutzutage vor. Genau, der Kollege hat es angerissen, es gibt viele Tools in der Pipeline, die den Nutzern zukünftig bei der Beurteilung, bei der Risikobeurteilung helfen sollen. Und am IPA wurde das sogenannte CARA-Tool entwickelt, ein System zur Unterstützung derjenigen, die die Risikobeurteilung durchführen, das sogenannte Computer-Aided Risk Assessment. Das ist eine visuelle Anwendung, die ein Expertensystem, das mir hilft, diese Risikobeurteilung durchzuführen, indem es automatisch Gefährdungsbereiche identifiziert und verschiedene Schutzmaßnahmen miteinander vergleicht. Und ich habe dann zum einen eine einfache visuelle Art, das Ganze zu dokumentieren und ich habe eine Entscheidungsgrundlage, um vielleicht einzelne Schutzmaßnahmen zu priorisieren. Ja, wie läuft das Ganze jetzt ab? Also die Schnittstelle zum CARA-Tool ist ein Importer von Applikationen in Visual Components. Das heißt, ich kann die ganze Anlage als digitalen Zwilling in Visual Components planen und dann in CARA importieren. Und dann kann ich Schutzmaßnahmen hinzufügen, die ich jetzt testen will und zwischen denen ich quasi eine Entscheidung herbeiführen möchte. Ich kann zum Beispiel einen Zaun einführen oder einen Zaun nur teilweise um die Anlage planen und noch Laserscanner einführen. Und exemplarisch an der Option 1 möchte ich jetzt
beschreiben, wie nun diese Identifizierung von diesen Gefahrenbereichen funktioniert. Sie sehen hier dieses Männchen, was sich bewegt, und Sie sehen oben den Roboter, den sich bewegt. Also diese Anlage wird in viele verschiedene kleine Teilräume eingeteilt, in kleine Voxel, und dann wird das Roboterprogramm simuliert und es wird geschaut, alle 100 Millisekunden zum Beispiel, welcher Würfel ist betroffen vom Roboter, welchen Raum nimmt der Roboter ein. Und so kann ich dann Schritt für Schritt mir einen Raum erstellen, in dem der Roboter quasi zu tun hat, die Erreichbarkeit, der Raum, der vom Roboter erreichbar ist. Und bei der Werkerzugänglichkeit läuft das Ganze ähnlich. Auch hier betrachte ich, welche Teile der Anlage können vom Werker erreicht werden. Und da ich beim Roboter habe ich ein ziemlich genaues Programm, was er abläuft. Beim Werker habe ich das nicht. Das heißt, hier wird der Mensch so simuliert, als ob er gleichmäßig von allen Bereichen in die Anlage eindringen kann. Das heißt, es wird Schritt für Schritt versucht, welche Positionen kann der Mensch einnehmen, der Werker. Und das wird mit einem repräsentativen Menschmodell wird ausgetestet, wo können sich die Arme des Menschen befinden, wo kann sich der komplette Körper befinden. Und so habe ich dann letztendlich nach Ablauf dieser gesamten Simulation auch wieder einen Bereich, in dem sich der Werker befinden kann. Ja, wenn ich diese beiden Bereiche nun benutze und daraus die Schnittmenge bilde, dann habe ich den Bereich, in dem sich Werker und Roboter aufhalten können. Das heißt, das ist dann die Gefahrenzone, in der sich Mensch und Roboter gleichzeitig befinden. Das heißt, in diesen Bereichen kann es zum Kontakt kommen. Das sind meine relevanten Gefährdungsbereiche. In der Draufsicht sieht man es ein bisschen besser. Hier ist also der Bereich, den der Roboter einnimmt während des Ablaufs seines Arbeitszyklus. Und gelb ist der Bereich, den der Mensch einnehmen kann. Man sieht hier, kann der Mensch auch über dieses Förderband, vermutlich mit den Armen, drüber langen. Aber der Roboter ist nicht präsent. Der Roboter ist nur hier präsent. Das heißt, die eigentliche Gefährdungszone ist hier rot markiert. Und kann nun benutzt werden, um eben zum einen die Gefahrenzone zu visualisieren, das heißt eine einfache Darstellung zur Dokumentation. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt ganz gezielt und objektiv herausgefunden, okay, an der Stelle muss ich anscheinend nachbessern, hier muss ich genauer hingucken. Ja, das war jetzt beispielhaft für Option 1. Genau die gleiche Berechnung kann ich auch für Option 2 durchführen lassen. Und dann ermöglicht es mir das CARA-Tool, diese beiden Optionen miteinander zu vergleichen anhand von objektiven Kriterien. Das heißt, es werden in Indizes berechnet wie die Größe des Gefährdungsbereichs oder die Zykluszeit, die Fläche der Anlage, denn je nachdem, ob ich einen Zaun oder Laserscanner auswähle, erhöht sich dann vielleicht der Platzbedarf, den ich für die Anlage habe, und die Kosten, mit denen ich zu rechnen habe, wenn ich diese Schutzmaßnahme dann implementiere. Und anhand von diesen Zahlen kann ich jetzt nun eine einfache Entscheidung treffen, kann ich die Schutzmaßnahmen priorisieren und kann mich bewusst für eine entscheiden. Und in dem Fall würde Option 1 Sinn machen. Und wie gehe ich dann weiter vor? Das CARA-Tool erlaubt es mir, dieses neue Layout, was ich dann ausgewählt habe, wieder in Visual Components zurückzuspielen. Und so habe ich dann eine Ausgangssituation, an der ich weiterarbeiten kann. Ich kann das neue Layout benutzen, um meine Anlage zu planen. Und ich habe eine Liste, das wird auch automatisch rausgespielt, von allen Gefährdungen, die jetzt identifiziert wurden. Das heißt, ich habe eine Liste, die mir gibt, wo ist der Gefährdungsbereich, welche Bereiche vom Menschen sind, welche Körperteile vom Menschen sind betroffen, welche Roboterteile sind dann im Kontakt betroffen und zu welchem Arbeitsschritt, zu welchem Zeitpunkt ist der Kontakt möglich. Und mit dieser Liste kann ich dann benutzen, um weiter in der Risikominderung vorzugehen. Und habe so einen Anhaltspunkt, um diesen iterativen Prozess der Risikobeurteilung am Laufen zu halten und weiter anzustoßen. Ja, so viel zum Computer-Aided Risk Assessment. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wäre damit am Ende des Vortrags.